Die Türkei und Syrien vor dem Krieg von Norbert Nelson. Viele Autoren machen sich ernsthafte Gedanken über die Interessenlage in dem Chaos von Syrien. Wie kann das einfache Volk dort wieder Frieden finden? Alle Großmächte aber wollen nur wegen der Macht brutal ihre Interessen durchsetzen. Koste es, was es wolle. Die syrische Gesellschaft selber wird schon zwischen unzähligen Interessenlagen zerrissen. Den Sunniten und Schiiten, den Christen, Aleviten und religiösen Fanatikern. Einst war Kamischli eine Stadt mit einer christlichen Mehrheit. Doch in den letzten Jahrzehnten haben immer mehr Christen ihre alte Heimat, die meisten Richtung Europa, verlassen. Vor allem unter den Christen ist die Angst vor der Zukunft riesengroß. Viele fürchten, dass nach einem Sturz von Assad wie im Irak islamistische Terroristen Christen verfolgen werden. Trotz aller politischer Unterdrückung herrschte nämlich im Syrien unter Assad eine gewisse Form von Religionsfreiheit. Den Drusen, den Baath-Militärs, den reichen Kaufleuten und den Kurden. Da kommen noch die ausländischen Mächte dazu. Und jeder will sein Süppchen kochen. Die Russen, die Amerikaner, die Israelis, die Iraner, die Saudis, die Franzosen, die Engländer als alte Kolonialmacht, die Deutschen, die Türken und, und. Letztlich könnte man den ganzen Knäuel von Interessenlagen gar nicht mehr entflechten, auch bei noch so gutem Willen. Als die Katholiken und Protestanten im Dreißigjährigen Krieg gegeneinander kämpften, also nur zwei Religionen und einige Staaten als Großmacht nur Spanien, bedurfte es schon des Westfälischen Friedenskongresses seit 1637 in Münster und Osnabrück bis 1650 in Nürnberg, also 13 Jahre. Link ein. Für Russland ist Syrien das letzte Land mit Einfluss in dieser Region, das Russland seine Waffen abkauft. Das möchte auch die USA. Darüber hinaus will sie Syrien den Einfluss von Russland und dem Iran entziehen und deren Gas- und Ölvorkommen kontrollieren. Die Türkei will die kurdischen Gebiete und die kurdischen Ausbildungslager kontrollieren. Israel will die Golanhöhen behalten. Die Wahhabiten in Saudi-Arabien benutzen Syrien als Sprungbrett zu einem Gottesreich. Und Iran will einen folgsamen Bündnispartner in der Region. 2006 fand ich auf der amerikanischen Militärzeitung Armed Forces Journal Link 2 die Karten von der Neuaufteilung des Nahen Ostens, die sie inzwischen aber wieder vom Web genommen haben. Dazu schrieb sie, dass am Ende der Kolonialzeit die Grenzen willkürlich gezogen wurden und sie daher neu festgelegt werden müssen. Dabei war auch die Überlegung, das kurdische Syrien der Türkei zuzuschlagen. Wahrscheinlich hat die USA das der Türkei auch versprochen. Deshalb ist Erdogan jetzt so auf Kriegskurs. Link 3. US-Amerika hat das Interesse und treibt die Türkei an, nicht umgekehrt. So kann der Iran provoziert werden, auch mitzumischen, und schon hat Israel seinen Freischuss auf die Atomanlagen von Bushehr, Arras und Arak. Link 4. Israel will ja schon lange den Angriff gegen den Iran führen. Du meinst, die Beschüsse waren doch ein Angriff von Syrien und ein Verteidigungskrieg der Türkei? Nein, nein, so läuft das nie. Der Angreifer hatte schon immer selber die Provokation ausgelöst. Ob das bei dem deutsch-französischen Krieg die von Bismarck gefälschte Emser-Depesche war, Link 5, der von den Nazis auf den Sender Gleiwitz als Überfall der Polen vorgetäuscht war, oder der Zwischenfall im Golf von Tonkin war, wonach ein US-Kriegsschiff angeblich in ein Gefecht mit nordvietnamesischen Schnellbooten verwickelt wurde. Den Präsident Johnson
als Begründung für den Vietnamkrieg benutzt haben und den er selber konstruiert hatte, wie Amerika später zugab. Link 6, auch diesmal ist es so. Natürlich hat die syrische Armee nicht ständig bewusst die Türkei beschossen. Dann hätte ja Assad zwei Fronten gegen sich. Der Beschuss kam von der Free-Syrien-Armee in Klammern PSA, Link 7. Sie hat den Vorteil. Schließlich hat sie dann zwei Fronten auf ihrer Seite. Und die Granate, die auf Akçalı abgeschossen wurde, war eine NATO-Granate, schreibt die Zeitung J. Link 8. Dann wird endlich Amerika seinen Krieg gegen den Iran haben. Aber halt, die sind im Shanghai-Bündnis. Und dann müssten die Amis auch Krieg gegen China und Russland führen. Und das sind mehr als 2 Millionen Soldaten. Also entwickelt Amerika seine Geschosse magnetisch abzufeuern. Dann schießen sie doppelt so weit und haben doppelte Durchschlagskraft. Aber da brauchen sie noch 5 Jahre für die Entwicklung. So glaubt die USA, hätten sie eine Chance gegen die 2 Millionen Soldaten. Ja und, wenn China auch Supermäuse entwickelt, nun, dann haben wir ja die Atombombe. Denkt Amerika. Die kann ja mit allen zusammen 32 Mal die Erde in die Luft jagen. Tut ja überhaupt nicht weh, hat der Spiegel geschrieben. Link 9. Wir sehen, man kann zu dem Chaos in Syrien überhaupt nicht ernsthaft schreiben. Wenn ich dort Linker oder Arbeiter wäre, dann würde ich jetzt nach Ägypten abhauen und für die Revolution kämpfen. Denn solange es Kapitalismus gibt, wird es in Syrien nur chaotische Zustände geben. Bis zur Revolution. Sozialismus oder Barbarei. PS: Die Türkei bezieht 90% ihres Öles von Russland und dem Iran. Da muss sie noch vor dem Angriff neue Lieferanten suchen. Norbert Nelte, Internationale Sozialisten.